Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge FM 2020. Mein Name ist Jan, mit dabei ist der Mike. Hey Leute! Wir sind im zweiten Teil vom Februar. Wir sind jetzt Mitte Februar und haben weitere 3 bis 4 Spiele. Mike noch Trainer bei Leverkusen. Noch. Also, wird ein geiler Februar, hoffentlich. Ja Leute, wir haben es in der letzten Folge schon besprochen, letzte Woche. Es lief echt nicht gut. Wir gucken mal in den Terminplaner rein. Wir haben 4 Spiele sieglos und dadurch ist die Mannschaftsmoral echt sau schlecht. Wir werden mit dieser Taktik jetzt probieren, in der Euroleague Gas zu geben, und wenn wir es schaffen, die Euroleague irgendwie zu überstehen gegen den FC Porto und vielleicht sogar auch noch gegen Augsburg uns rächen können für den Pokal, dann hätten wir wieder 3 Spiele gewonnen und dann ist wieder alles im Lot. Aber das ist halt so unwahrscheinlich, weil wir in einer so schlechten Verfassung sind, dass es gegen Porto und gegen Augsburg und gegen alle anderen auch schwer wird. Ich habe verdammt viel Angst, dass ich diese Folge schon rausgeworfen werde. Alter. So, die Taktik habe ich nicht geändert. Leverkusen gegen Porto, wir spielen zu Hause und das ist ganz gefährlich wegen den Auswärtstoren. Porto auch ein eigentlich Champions League Kandidat für mich. Ich weiß jetzt nicht, wo die diese Saison stehen, aber die letzten Jahre waren sie auf jeden Fall immer mal wieder in der Champions League dabei. So wie es aktuell läuft, würde ich sagen 5-0 Porto. Wenn wir ein bisschen Glück haben, können wir ganz, ganz knapp hier gut davonkommen. Die haben schon 2 gelbe Karten. Jetzt Leon Bailey. Wie war das? Ole, 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 ole. Auf geht's Leverkusen. Genauso ging das. Habe ich selbst erfunden. Letzte Folge habe ich gemerkt. Ja, ein Tor. Ja, ja. Ich kann mich nicht freuen, weil er hat schon direkt die Pfeife im Mund gehabt. Ey, ich verkaufe meinen Torwart, willst du den haben? Er lässt jeden Ball mitten in den 5-Meter-Raum auch noch einfach abprallen. Jeden Ball! Alter. Ich gehe dieses Spiel verkaufen. Alter, ohne Müll. Den hält er jetzt. Ja, wahrscheinlich. Lässt ihn direkt zu dem wieder zurückprallen. Oh! Alter, er hat ihn sogar echt zurückfallen lassen, aber er hat ihn nochmal gehalten. Damit hast du nicht gerechnet. Darf ich den Ball? Ja! Radetzky! Vertragsverlängerung. Oh, das Tor ist doch leer. Der Torwart hat es eben gescheit. Alter, hat er schon gelb? Ja. Jawohl! Auf Wiedersehen! 0-0 zur Halbzeit, aber wir sind jetzt ein Mann mehr und haben noch kein Tor kassiert. Wir sind echt präsent gerade. Das waren wir auch in der ersten Halbzeit. Großteil. Als ob der den gehalten hat. Der sah für mich echt gut aus, der Schuss. Und jetzt, jawohl! Davis! Alfonso! Der Fonzi! Jetzt endlich führen wir mal! Alles klar! Endlich! Wollen die eigentlich noch eine rote Karte bekommen vielleicht? Oh, das war so schön gespielt, aber Volland kriegt den nicht mehr. Oh doch, er kriegt ihn! Oh, was? Er kriegt ihn! Okay, du bist schon weiter. Ja, oder? Ey, wenn ich jetzt 5-0 mache, dann bin ich weiter. Vielleicht. Ja, Konter. Nee, doch nicht. Mann, das ist so ein Scheiß. Lol, ich bin aus dem Spiel gegangen. Was? Ciao. Bin aber weg. Der Trainer geht einfach nur vorher. Ja, das war für mich so eine klare Sache, ich bin weg. So, brauche ich mir nicht geben. Gewonnen. Oh, das wäre echt geil, also wäre wichtig auch. Ja, Leute, endlich wieder einen Sieg und das zu 0 in der Euroleague. Auswärtstore, gar nichts passiert. Und 1000 gelbe Karten von den anderen. Das ist unsere Aufstellung, Leute. Wir haben ganz, ganz viele gute Spieler, die aktuell jetzt nicht spielen. Demirbay, der Einzige, der wirklich Stammelf so... Naja, okay, Radetzky spielt auch noch Stammelf. Und Lars Bender spielt auch noch Stammelf. Aber ansonsten, die anderen, die spielen eigentlich immer so Rotationsspieler. Die spielen jetzt von Anfang an. Und Bellarabi, den habe ich nicht mitgenommen. GG. Den habe ich übrigens gerade auf die Transferliste gesetzt. Vielleicht kauft ihn Jan, vielleicht kauft ihn jemand anders. Frankfurt, Stuttgart stand da. Eventuell Interesse. Ja, ich bin gespannt. Ja, nochmal gegen Augsburg. Keine Ahnung. Was soll das? Mannschaft ist.
Wow, ja. Da schalte ich gerade ein. Schalte ich gerade Sky ein. Dragovic. Alter, der Sky ist einfach Bestes. Bestes, ich kann so gut Deutsch, weißt. Ah, der spielt auch Ersatzgarde hier für Tah oder Bender, je nachdem. Weiß ich gerade gar nicht. Macht auf jeden Fall das 1-0. So, Leute, damit haben wir die erste Halbzeit überstanden. Augsburg besser von den Statistiken her. Wir Tor. Egal. Passt. Weiter geht's. Beste Ansprache. Alle waren motiviert. Das habe ich selten. Manchmal ist so einer so, der einfach abgeschaltet oder aufmerksam zuhört. Wenn Bellarabi nicht spielt, dann ist es geil. Ja, wirklich. Der zieht echt die Mannschaft runter, dieser Trottel. Leute, alle vier Verteidiger bei denen haben eine gelbe. Ja, gleich rot, wenn ich Pressing mache. Ja, mach mal. Nein, ich habe Angst. Jetzt. Oh, jetzt. Anlage, bitte. Der hätte nicht schießen sollen, sondern hätte warten müssen, Abseits. Dass er gefahren wird. Oh, jetzt gleich das gleiche nochmal. Ja. LOL, oh, rot. Jetzt. Auf Wiedersehen. Philipp, Philipp, weg mit dir, du. Wäre schön so, dass man nicht ausgekontert wird. Ja, sieht schlecht aus gerade. Digga, die haben... Er lässt ihn in die Mitte abprallen. Ich hasse Augsburg. Er lässt ihn in die Mitte abprallen, Radetzky. Mann. Ja. Es musste doch. Ja, na, ja. Nice. So gut einfach. Das war genau so geplant. Als ob wir jetzt nicht gewinnen. Wir haben 1-0 geführt, die haben eine rote Karte bekommen. Es ist 1-1. Und Leverkusen macht nichts mehr, die Zeit rattert runter, obwohl ich auf sehr offensiv spiele. Und ich habe auch noch gute eingewechselt, wie Volland und so. Klar spielen trotzdem noch komische Leute, aber... Boah. Ja, 2-1 jetzt, oder? Nee, Konter. Ich hätte so Landwirtschaftssimulator angemacht. Ja, machen wir ja gleich noch. Komm bitte, Volland. Komm, oh, er schießt. Weil Volland, Ball. Weiß man es nie, der hat schon mal zwei 1 gegen 1 Chancen reingemacht. Komm bitte, ey, das muss eigentlich sein. Was? Okay, letzte Chance, letzte Möglichkeit. Ja, oh, Amiri ist... Alter, wie er grätscht, Elfmeter. Bach. Letzte Möglichkeit ist das jetzt. Die allerletzte Chance. Kein Guru hier. Ja, oh nein. Ey, ich heule so. Hacknack. Es ist wirklich so ein Hacknack. Aber die hatten mehr Schüsse aufs Tor. Also ja, Marsch, Alter, wie soll das okay sein? Nein, das ist natürlich nicht okay. Ich hab geführt, rote Karte und... Achtung, ich mache jetzt für YouTube hier. Ich hasse Leverkusen, ohne Spaß, Leute. Guckt euch das bitte mal an. Eke habe gerade eben hier zwei Spieler verkauft, weil dieser gleiche chinesische Drecksverein zwei Spieler haben wollte. Und ich habe gesagt... China richtig aussprechen, bitte? Ich habe gesagt, dieser Spieler kann gerne weg. Ich habe da Verteidiger, Innenverteidiger habe ich noch. Alles klar. Bender haben sie direkt einen... 2 Stunden später direkt Lars Bender ein Angebot gemacht. Was habe ich gesagt? Alter, der ist 30 Jahre, ich würde mir auch gerne einen neuen holen. Kein Problem. Wenn die mir so viel bieten, super. Sie bieten mir 11,5 plus 2 Millionen. 9,5 plus 2 Millionen ist 11,5. Sein Wert 9,5, ich bin zufrieden. Ich kann mir einen neuen Spieler kaufen für die rechte Verteidigerposition. Was ist jetzt? Aranguiz kommt und sagt, halt, stopp. Ich finde es verkehrt, dass sie Lars Bender verkaufen, da er ein Schlüsselspieler war. Was hast du zu sagen, Alter? Er zieht jetzt wieder, weil er Führungsspieler ist, alle meine Scheißmannschaft. Er zieht alle wieder runter. Alter, ich kick so das Kotzen. Jetzt spielen wir erstmal mit schlechter Form gegen Porto das Rückspiel. Wir haben 2-0 gewonnen, klar. Aber die haben auch... Als ob, der ist echt jetzt instant gewechselt. Er ist weg. Echt? Er ist einfach weg aus der Mannschaft. Wer ist der Bender oder welcher? Ja. Nice. Jetzt kann ich den verletzten Weiser spielen lassen. Nice. Das haben die aber nicht verhandelbar gemacht. Also Leute, nur mal so für euch zur Info. Ich habe
Ich habe hier hingeschrieben, hier so, weißt, dass die am Ende der Saison den haben können. Dann haben die mir ein Rückangebot gemacht, wo ich echt zufrieden mit war, aber halt sofort kaufen, ja. Und dann habe ich halt gesagt, naja, was mache ich jetzt? Und Jan hatte gemeint, dass es sein kann, dass sofort heißt, dass sie eben nächstmöglichen Punkt Termin, halt. Aber ja, aber ich wusste ja nicht, dass der nächstmögliche Termin am 27. Februar sein kann, hä? WTF? Ja, okay, aber was er in der... Also gut, das ist mir jetzt auch egal. Das muss ich halt im verletzten Weiser spielen lassen. Was willst du machen? Es wäre unglaublich wichtig. Das ist nicht geil. Ah, das ist... Und nur wegen meinem Abwehrspieler. Hast du es gesehen? Radetzky hat den Safe gehalten. Ich lasse die Wiederholung mal durchlaufen. 1 gegen 1 Duell. Er hat den Safe gehalten. Tah schiebt den Ball quasi weg. Und der Spieler ist schneller am Schalten als Radetzky. Komm schon. Oh, er hat ihn sogar am Torwart vorbeigelegt. Okay, 1-0. So würden wir weiterkommen. Wir haben sogar einen Schuss mehr als die, gleich viele aufs Tor. Krasse Ballbesitz. Spielt nur noch ein Bender bei Leverkusen, das ist schon ein bisschen traurig. Ich habe die Benders einfach getrennt, nach China. Welle kommen nicht perfekt, die verteidigen halt auch echt gut. Sehr schön, sehr schön. Tah, wichtig, wichtig. Und ein schöner Pass jetzt auf Volland. Kevin! Nein. Volland. Wir haben doch echt Chancen. Also ein 1-1 ist so verdient eigentlich von den Chancen ja. her. Oh nein. Ich gehe so offline. Alter, 25. Saisontor. Ich hab, also echt, das macht so keinen Spaß. Es macht... Warum, aber es ist immer noch dieses eine Tor, was... Es macht aber keinen Spaß mehr, ohne Müll. Dass die zwei haben... Oh mein Gott, ich hab den so drin gesehen. Ich hab mich schon fast gefreut eigentlich. Ich muss wechseln jetzt. Aber jetzt, oh. Jetzt, in die Mitte. Alter. Ey, ohne Spaß, du kannst alles sagen, was du willst. Aber wer dieses Spiel sieht, der weiß, dass ich hier mindestens ein Tor verdient habe. Ich will doch nicht gewinnen oder unentschieden. So ein Tor. Und ich wäre weiter. Ich habe teilweise mehr Schüsse und sogar aufs Tor als die FC Porto hier. Jetzt, ja, Mann. Ja, und das noch vorne. Da habe ich ihn drin gelassen. Kevin Volland. Und das ist... Hoch, hoch, hoch verdient. Sehr offensiv. 3 Minuten. Volles Pressing. Ich gehe auf noch ein Tor jetzt. Was? Ey, waren hier gleich 2 Tore. Ja. Da kommt jetzt das erste. Lustig, oder? Nee, stell dich kurz ein, lass es nicht so kommen. Kurz in die Konsole eingeben. Kein Tor für Porto. No für Porto schreibe ich. N-O-Po. No Po. Ah, ja. Das war Abseits, habe ich reingeschrieben. Ja, oh mein Gott, mein Herz, Alter. Ich hatte so Angst jetzt, dass ich meinen größten Fehler. Ich habe gerade gedacht, ich habe meinen größten Fehler des Lebens gemacht, Alter. So krass. Alter, lol. Ja, einfach einen Ball liegen lassen. Habe ich nicht eingegeben, aber war auf jeden Fall gut. Oh, das war ja der größte Hack aller Zeiten. Ja, ja, sorry, muss auch mal sein. Und du so, ja, ja, bei Fußball mit Chuck, aber nur Geld, da hab ich nachgeguckt. Nehme ich überhaupt auf? Für YouTube? Oh Mann. Ja, kann er nicht abwerfen? Dankeschön. Krass. Eieieiei. Eieieiei. Glückwunsch, du bist weiter. Aber es ist verdient, muss ich echt sagen. Also wenn ich hier das echt... Ich habe daran geglaubt, dass ich es verkacken hätte tun, weil das einfach ein scheiß Spiel ist. Aber verdient ist es allemal. So Leute, wir haben die Auslosung. Ja, okay. Alle Teams ziehen? Nein, ich habe Angst. Ja, okay. Oder nächstes Team ziehen immer nacheinander. Nein, alle. Okay, 3, 2, 1. Auf geht's.
Tottenham. Du hast nur PSV. Ja, Alter. Geht aber auch besser. Also ich weiß nicht ganz. Das ist ja so leicht. So Alter. Moskau oder Pauk oder so, oder was das für Mannschaften sind. Oder Lille oder Wolfsburg oder so. Dynamo Kiew, Wolfs, ja. Ja, es ist alles schwierig, kann man schon sagen. Aber Eindhoven ist auch jetzt nicht. Eindhoven ist jetzt auch nicht so die einfachste. Und Tottenham ist natürlich absolut krass. Zusammenfassend war die Folge auf jeden Fall deutlich besser als die letzte. Also Leute, das war's vom Februar. Wir sehen uns im März. Das wird total spannend. Ich freue mich. Lasst eine Bewertung da und einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Haut rein. Ciao. Ciao, ciao.